Schauen wir eben. Wir haben fast keine Nahrung mehr. Wenn sich die Situation nicht bald ändern, werden wir verhungern. Die Lage spitzt sich zu. Als jemand dabei erwischt wird, wie er Vorräte stiehlt, wir durchsuchen sein Bett und finden ein kleines Lager an Nüssen unter einer Matratze. Wir sammeln aber nur Beeren. Wie kommt denn der an Nüsse? Er ist schwach, aber wir müssen ein Exempel statuieren, damit sowas nicht noch einmal passiert. Wir haben Mitgefühl, aber einige werden sich darüber beschweren, dass sie das Essen mehr verdient haben als er. Die Aufgabe Wurzeln schlagen beginnt. Okay, was auch immer das heißt. Mit den zusätzlichen Rationen können wir mehr Leute ernähren, aber der Mann schwört, dass er sich eher von einer Klippe stürzen würde, als zu verhungern. Ja, gut, okay, also wir sind hier hart am Überleben, ne? Ich würde sagen, wir müssen ein Exempel statuieren. Wir beschlagnahmen das, so. Das kann ja nicht sein, dass wir Diebstahl durchgehen lassen, oder? Moin Leute, herzlich willkommen zu D-Logs Demo Dienstag. Wir zocken heute die Demo von Homeseek. Wurde mir vorgeschlagen von meinem Kollegen Mike. Na, mit dem ich immer zusammen meistens hier aufnehme, zocke, wie auch immer. Der hat das bei Steam gefunden und hat gesagt, zock das mal. Sah ganz nice aus, ist so, ja, postapokalyptisches Survival-Strategiespiel, ne? Und ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie das sich Ganze entwickelt. So, ich glaube, es geht so ein bisschen Richtung Frostpunk, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, ne? Irgendwie ausgetrocknete Einöde, Wasser ist wertvoller als Gold. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen. So, was haben wir denn? Geschichtsmodus, Teil 1. Wir sind Schutzbunker unter der Erde geboren, aufgewachsen und unterrichtet worden. Und jetzt erheben wir Anspruch auf die dünn besiedelte Erdoberfläche. Eine von Dürre heimgesuchte und von uralten Kriegen gezeichnete Einöde erwartet uns. Sie ist nicht ganz so leblos, wie wir erwartet hatten. Doch das macht sie nicht weniger gefährlich. Selbst dort, wo das karge Land aufs Meer trifft, scheint uns das ungenießbare Wasser nur noch mehr zu verhöhnen. Okay, was haben wir hier unten? Erlebe die Geschichte von Homeseek, ein Kapitel nach dem anderen. Diese Teil 1 im Geschichtsmodus, um den Überlebenden-Modus freizuschalten und einen Endlos-Modus gibt es anscheinend auch noch. Okay, gut. Also klar, ne? Demo gehen wir erstmal rein, Kapitel 1. Beim Anblick der Unwirtlichkeit des potenziellen Lagers sind wir kurz davor, mit eingezogenem Schwanz in unsere Schutzbunker zurückzukehren. Aber es gibt zwei flache Brunnen und bei weiteren Erkundungen entdecken wir ein paar spärliche Beerensträucher und Schrotthaufen. Der Ort ist zwar den Elementen ausgesetzt, verfügt aber über die Grundvoraussetzungen, um es hier zu schaffen. Na, dann gucken wir beide, ob wir in der Einöde überleben oder nicht. Ich bin gespannt. Na, will er laden oder will er nicht laden? Oh, geht doch. Today is June 6, 2101. I'm afraid that this may be one of the last of my writings. The water's finally run out down here, just like it did in the old world all those years ago. The others are finally prepping to leave. To emerge back into the world. Because now they must go, perish from thirst. I was just a child when the rivers ran dry and the bombs began to fall. And now I've lived an entire lifetime in the darkness of this place. I barely even remember the world of my childhood, a world underneath the bright sun and blue sky. My skin is pale, my muscles are weak. I'd only be a burden to them in the harsh journey ahead. But they're still young and adaptable. I know firsthand of their strength and resilience. If there's water to be found up there, we'll be the ones to find it. If there's anything to salvage from the ruins, we'll be the ones to do so. They know nothing of the society of the old world. They are the ones who might have a chance to rebuild civilization. Okay. Schon mal sehr düster. Endzeitstimmung, wa?
Dann schauen wir mal. Ein neuer Anfang. Unsere wenigen Habseligkeiten sind endlich ausgepackt. Jetzt wird es Zeit, alles Nötige für unsere Überlebenden zu schaffen. Unsere erste Priorität ist die Sicherung von Nahrung, Wasser und Unterschlüpfen. Aber das wird nicht einfach. Wir sind aber alle hochmotiviert und bereit mitzuhelfen. Na gut, Standard, ne? Was sind deine Ressourcen? Es gibt vier verschiedene Arten Wasser. Im Laufe des Spiels wirst du lernen, eine Art Wasser in die andere Art umzuwandeln. Okay, was gibt es denn? Okay. Ah. Okay, gibt radioaktives Wasser oder was? Lebensblut. Unsere Gemeinde braucht eine neue Trinkwasserquelle. Wir müssen etwas bauen, mit der wir das Wasser am Grund unserer provisorischen Brunnen erreichen. Zu allem Übel sind auch noch unsere gepackten Rationen aufgebraucht. Wir müssen das Risiko eingehen und das verzehren, was wir draußen finden können. Baue eine Wasserextraktionsanlage und einen Wasserspeicher und verbinde sie miteinander. Baue ein Nahrungslager in der Nähe eines Bärenstrauchs und verbinde es mit ihm. Alles klar, die Völker braucht sowohl Nahrung als auch Wasser. Wo sehe ich denn hier, ob das Spiel in Pause ist? Ah, da unten, okay. Ruhezeit. Schrott ist die Hauptkomponente für den Bau von Gebäuden. Hier siehst du deine verfügbaren Mitglieder sowie die Gesamtanzahl deiner Bevölkerung. Okay, 15 Leute haben wir. Zeitanzeige. Hier viele Knöpfe manipulieren. Hier findest du alle Gebäude, die du bauen kannst. Wenn du während des Spiels weitere Informationen brauchst, guck im Verzeichnis nach. Alles klar. So, das heißt, wir sollten jetzt bauen eine Wasserextraktionsanlage. Sammelt kontaminiertes Wasser aus Brunnen. Alles klar, das können wir dann halt so direkt da drauf setzen, ja. Irgendwie können wir die Gebäude auch noch drehen. Weiß halt nicht, ob die einen Eingang haben oder nicht. Machen es mal so. Und dann sollen wir doch einen Wasserspeicher bauen. Okay, wir können die nicht direkt aneinander setzen. Der Wasserspeicher ist schon ganz schön groß. Das ist ein Schrotthaufen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Schrotthaufen hinterher abbauen. Ich würde aber jetzt sagen, der Wasserspeicher kommt mal direkt daneben. Beziehungsweise wir können ja mal gucken. Also weiter rauszoomen kann ich nicht. Das Maximum. Und da hätten wir den nächsten Brunnen. Das heißt, es ist dann clever, das irgendwie hier hinzubauen. Ist das hier? Dann würde ich den doch ziemlich mittig von den beiden Dingern bauen, oder? Das wäre ziemlich mittig von den beiden, alles klar. Verbindung. Um zwei Gebäude miteinander zu finden, öffne den zweiten Reiter eines Gebäudes. Klicke auf das Plus-Symbol und wähle das Gebäude aus, mit dem du es verbinden möchtest. Bei Wasserverbindungen musst du außerdem die Qualität der Verbindung auswählen. Okay. So, jetzt sind wir hier im Verzeichnis, ja. Kannst du eine neue Verbindung mit anderen Gebäuden herstellen? Stelle eine neue Verbindung her, also. Kupfer, Eisen, Plastik. Okay, aber was. Ach so, es kostet dann unterschiedlich viel, ja? Na gut, wir nehmen mal einmal das Beste, mal gucken, ob das noch problematisch wird oder nicht. Nein, Gebäude wollen wir nicht zerstören. Ah, einfach woanders hinklicken, alles klar. Ja. Ach, wie cool. Man sieht dann sogar richtig die Verbindung, ja? So, jetzt brauchen wir aber noch ein Nahrungslager, ne? Ist das hier? Nahrungslager. In der Nähe eines Bärenstrauchs. Okay, das ist ein Bärenstrauch. Schade, in dem Radius hier hätten wir drei Bärensträucher, ne? Ich weiß halt noch nicht, wie das mit den Laufwegen aussieht, ob das so clever ist. Hier unten ist ja keiner mehr, ne? Aber so hätten wir drei.
Und hier oben ist so ein, ah, guck mal. Ackerland. Weiß aber noch nicht, ob wir mit dem Ackerland was anfangen können. Deswegen würde ich erstmal hier für drei Sträucher gehen. Sicher ist sicher. So, und dann müssen wir das jetzt womit verbinden? Mit den Bärensträuchern verbinden. Okay, können wir nur mit einem Strauch verbinden? Das ist ja doof. Nehmen wir natürlich erstmal den hier, ne? Kannst du neue Verbindung mit anderen Gebäuden erstellen? Die sind die eingehenden Verbindungen. Eine neue Verbindung mit anderen Gebäuden erstellen, die sind die ausgehenden. Okay. Lager den nächsten 24 Stunden Wasser, Nahrung und Schrott. Alles klar. Für Schrott müssen wir aber da garantiert noch irgendwas anderes machen, oder? Um Schrott zu lagern. Ah, guck mal, dann komischerweise können wir jetzt doch mehr machen. Oder müsste ich dann mit. Aber das ist ein Nahrungslager. Ich kann da nicht mit einem Nahrungslager Schrott. Wie? Achso, benötige ich keine Verbindung. Achso, ich muss da jetzt noch überall Leute zuweisen, oder was? Okay, da kann ich wahrscheinlich dann erst zuweisen, wenn es fertig ist. Wir machen mal hier einfach dreifache Geschwindigkeit. Das hier ist fertig. Machen wir das mal so. Die Sekunde. Arbeiten von 8 bis 18 Uhr da drin. Okay. So, Nahrungslager ist dann auch gleich fertig. Dieses Gebäude kann Ressourcen an die Bevölkerung verteilen. Achso, hier weiß ich dann. Ah, okay. Machen wir das so. Da müssen wir dann dementsprechend die verbinden. Alles klar. Ja, mal nachher mal gespannt, wie wir noch ein paar neue Leute kriegen. Aber ich mach mal noch mal ein bisschen, glaube ich, Gesamtlautstärke runter, weil ich finde es auf den Ohren doch ein bisschen laut. So. Ja, dann lassen wir das Ganze mal hier ein bisschen vorgespult laufen, ne? Bis wir das hier fertig haben. Und gucken mal, was der Tutorial dann von uns möchte. Ankunft merkwürdiger Einödler. Eine Gruppe merkwürdiger Einödler steht vor unserer Tür und möchte sich uns augenscheinlich anschließen. Sie sprechen mit einem seltsamen Akzent und sie scheinen nicht aus demselben Schutzbunker zu kommen wie wir.
Wir müssen es irgendwie geschafft haben, in den ganzen Jahren auf der Oberfläche zu überleben. Sie haben etwas Nahrung und Wasser mitgebracht, um uns von ihren guten Absichten zu überzeugen. Jawohl. Wir können ja schlecht wieder wegschicken. Ein paar unserer Mitglieder haben Vorurteile und protestieren, werden aber überstimmt. Die bringen ja gut was mit, ne? Aber Zufriedenheit geht deutlich runter. Baue Häuser. Okay. Jetzt haben wir deutlich mehr Leute. Wenn wir das jetzt hier alles maxen, haben wir keine Leute mehr für was anderes, ne? Ich weiß ja auch nicht, ob wir. Aber für einen Bau scheinen wir ja keine Leute zu brauchen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich würde mal den hier noch maxen. Ich weiß auch gar nicht, ist das eigentlich auch irgendwann verbraucht? Die Beerensträucher? Gute Frage, ne? Was dann vielleicht sogar sinniger wäre, den hier noch freizulassen. Weil das sieht ja so aus, als wenn diese Quellen irgendwann aufgebraucht sind. Aber gut. Ja, wo bauen wir denn? Bauen wir hier in die alten Schienen unser Dorf auf? Ich würde sagen, ne? Drei Häuser sollen wir bauen. Da haben wir nochmal diese Extraktionsanlage. Das ist schon alles sehr, sehr eng hier, ne? Würde ich die drei erstmal so dahin bauen, ne? Aber das braucht anscheinend keine Arbeitskraft, ne? Also. Achso, dieses Gebäude wird gerade rückgeführt, und die gerade nicht arbeiten, werden den Bau abschließen. Alles klar. Das heißt also, die vier. Das ist jetzt nur die Frage, wenn wir halt in Anführungszeichen keine Leute übrig haben, baut auch keiner. Was? Brauche medizinische Hilfe. Medizinische Zentren hast, um das zu ändern. Ja, wo soll ich den hernehmen? Ist das. Ne, haben wir hier nicht drunter. Wir können noch keine medizinischen Zentren bauen, das ist schlecht. Sterben die dann? Okay, 8 von 8 sind da drin. 8, 16, 24, ja, deswegen 3, ne? So, über Nacht scheint ja dann irgendwie hier nichts zu passieren. Abgeschlossen, ja. Kriegen wir noch eine neue Aufgabe? Nee, anscheinend nicht. Ist ja nachts, scheint ja echt gar nichts zu passieren, ne? Du brauchst medizinische Hilfe. Ich würde dir gerne medizinische Hilfe geben, aber wir müssen ja auch irgendwie, würde ich mal sagen, noch sauberes Wasser daraus machen, oder? Okay, aber irgendwie, wieso trinkt denn da keiner? Es muss doch garantiert noch irgendwie gefiltert, gereinigt oder keine Ahnung was werden, ne? Können wir eigentlich auch. Ne, jetzt haben wir denn das hier ist alles gesperrt. Also wir können noch nicht sowas verwalten wie Arbeitszeiten anscheinend.
Wieso habt ihr denn nichts zu essen? Unsere Nahrung und unser Wasser sind von den Giften der alten Welt durchdrungen, wodurch selbst das bloße Essen und Trinken unsere Gesundheit beeinträchtigt. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sich eine unbekannte Epidemie in der Gemeinschaft ausbreitet. Seit wir selbst nach Nahrung suchen und uns nicht mehr nur auf die sterilen, abgepackten Rationen aus dem Schutzbunker verlassen, wir müssen irgendwie eine Lösung für diese Gesundheitsrisiken finden. Wir müssen irgendwie eine Lösung für diese Gesundheitsrisiken finden, so das Zug ist zu viel. Einen Weg finden, diese Probleme zu lösen, jawohl. Die Aufgabe Medizin der Einöde beginnt. Forschungszentrum, medizinische Zentrum, Bau des medizinischen Zentrums. Alles klar. Da haben wir deutlich zu wenig Schrott für. Hauen wir da auch nochmal ein paar Leute rein zum Schrott sammeln. Wieso ist denn, ist da jetzt einer gestorben? Nee, ist ja nicht. Hatte ich da vorher nur vier drin? Da sind ja auch nur vier drin, ne? Oder ist das, weil die noch nicht am Arbeiten? Das kann doch nicht. Ich habe doch da vorhin fünf reingepackt und wir sind immer noch bei 24 Leute. Komisch. Boah, ist das riesig. Na, jetzt ist nur die Frage, baut das jemand oder baut das niemand? Weil ich habe ja keine Leute frei, ne? Okay, es wird trotzdem gebaut. So, da brauchen wir jetzt aber auch wieder Arbeitskräfte für, ne? Das heißt, die nehmen wir da raus, die setzen wir hier rein. Forschung starten. Jede Gebäudetechnologie muss vor der Verwendung erforscht werden. Sobald ein Gebäude erforscht ist, werden eine Reihe an passenden Verbesserungen freigeschaltet. Ja. Aber wir sollten doch jetzt... Medizinisches Zentrum, da ist es. Forschung. Und dann gucken wir mal. Ein Tropfen nach dem anderen. Es ist unserer Gemeinschaft bekannt, dass das Wasser aus unseren Brunnen dreckig und mit Giftstoffen kontaminiert ist. Die meisten von uns schaffen es, das trübe Wasser drin zu behalten, aber ein paar müssen sich schon nach wenigen Schlücken übergeben. Würden alle davon profitieren, Zugang zu etwas sauberem Wasser zu haben. Baue das Expeditionszentrum, gründe ein neues Expeditionsteam. Okay. Also ist auf jeden Fall schon mal cool, dass diese ganzen Gebäude halt so krass einzigartig von Form und Umfang sind, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier Leute reinkriegen, ne? Also Nahrung haben wir mehr als genug, oder? Ich würde sagen, die nehmen wir da raus. Okay, mehr als vier geht nicht. Achso, das ist dann das, was wir denen mitgeben können, ja. Na, ich weiß halt nicht, wie lange Erkundungsgeschwindigkeit
Expedition kannst du die Einöde erkunden. Expeditionsteams verlassen die Siedlung, bis sie die Expedition abgeschlossen haben. Je größer die Expedition, desto schneller kommt es voran, ja. Aber was sagt mir das denn jetzt hier? Für was brauchen die das denn? Schicken wir die mal damit los, ne? Sobald eine Gruppe bereit ist, kannst du sie einfach anklicken mit einem rechten Mausklick zum gewünschten Ort schicken. Wenn sie dort ankommen, musst du ein paar Entscheidungen treffen, um das Gebiet abzuschließen. Achte mal auf ihren Zustand und ihre Ressourcen, wenn sie nicht außerhalb der Siedlung, aber wird sich außerhalb der Siedlung aufhalten. Okay. Ich sollte die in den Sumpf schicken, ne? Zuhause, Sumpfgebiet. Ja. Wo ist das Problem jetzt? Ah, okay, beim Rechtsklick schicke ich die dahin. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Alles klar. Ja, die brauchen alle medizinische Hilfe. Wie weit ist denn das hier? Was? 7%? Noch 8 Stunden oder was soll das heißen? Ja, außerhalb der Arbeitszeit. Wie kann ich denn Arbeitszeiten... Neue Nachrichten. Ein Bote erreicht unser Lager. Er hat eine Nachricht von den letzten Menschen im Schutzbunker, von denen, die sich im Angesicht der schwindenden Vorräte nicht mit uns in die Außenwelt gewagt haben. Er erzählt, dass die Hungersnot selbst die Stursten unter ihnen davon überzeugt hat, sich an die Oberfläche zu wagen. Sie sind bereits auf dem Weg zu uns. Oh komm, wir sind bereit, ne? Bevor die verhungern, müssen wir die halt aufnehmen, ne? Bringt ja nichts. Wobei, unsere Nahrung ist ja aber voll im Keller. Wo ist das hin? Also klar, wir haben denen ein bisschen was mit auf Expedition gegeben, aber... Und vor allem, warum haben wir auf einmal wieder 3 Leute frei? Und warum geht's hier nicht weiter? Achso, weil immer noch... Ach ja, die Arbeiten... Ich will die Arbeitszeiten anpassen, ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Man muss doch die Arbeitszeiten anpassen können, oder? Ne, anscheinend noch nicht. Gemeinschaft, Wirtschaft. Ich denke mal, da brauchen wir noch irgendwelche Gebäude für, wa? Okay, was haben wir denn hier? Sumpfgebiet. Vor langer Zeit gab es viel frisch sauberes Wasser und es ist unvorstellbar war. Was? Das unvorstellbar war, es könnte irgendwann weg sein. Jetzt ist die ganze Welt karg und staubig.
und alle einst feuchten Gebiete sind heute staubtrocken. Als wir uns dem Feuchtgebiet nähern, wird rissige, sandige Erde zu zähem Schlamm und unsere Reise umso anstrengender. Bevor wir allerdings Wasser entdecken, finden wir zuerst ein kleines, altes Schiff, das seitlich auf der trockenen Erde liegt. Niemand von uns weiß, wie es hier gekommen sein soll. Boah, durchsuchen, ne? Alles mitnehmen. Okay, das geht jetzt hier weiter. Der verrostete Motor des Schiffs verfügt noch über ein paar Teile, die wir als verwertbaren Schrott mitnehmen können. Plus 500. Ist doch gut. Als wir uns tiefer in den Sumpfgebiet wagen, erscheint eine Figur am Horizont und kommt auf uns zu. Sie läuft auf Stelzen durch den Sumpf und mit jedem Schritt ertönt aus dem großen Sack auf ihrem Rücken ein metallisches Klirren. Bevor sie uns erreicht, hält sie und zeigt mit schlammbedeckter Hand auf uns. Was sollen wir tun? Tja, es klimpert. Wollen wir was Nahrung anbieten? Also das ist schon geil mit diesen Events und so. Sie nimmt unser Angebot an, verstaut das Essen und schüttet uns etwas aus ihrem Sack vor die Füße. Bevor sie weiterzieht, ist ein kleiner Haufen aus glänzendem Metallschrott. Nachdem wir uns Stunden durch den Schlamm geschleppt haben, kommen wir endlich im Zentrum des Sumpfgebiets an. Ein kleiner Teich grüßt uns, umrahmt von dünnem Schilf. Das ist das erste Wasser, was wir seit langem zu Gesicht bekommen. Inmitten der graubraunen, schlammigen Weiten ist das irgendwie ein einsamer und bedrückender Anblick. Doch man merkt, dann merken wir, dass ein Teil des Wassers in der Nähe des Schilfs eigentlich relativ klar und genießbar aussieht. Wir sehen uns die Effekte des Schilfs auf dem Wasser genau an und ernten ein paar Proben, um sie zu Hause auszuprobieren. Na gut. Und dann gucken wir mal. So, okay. Es ist unserer Gemeinschaft bekannt, dass das Wasser aus unseren Brunnen dreckig und bla bla bla. So, das ist das auch, ne? Nochmal der Text. Wir brauchen dringend eine Lösung, mit der wir unser Wasser säubern können. Vielleicht sind diese Pflanzen genau das Richtige. Wir können jetzt Feuchtgebiete erforschen. Okay, kontaminiertes in schlechtes Wasser. Ist ja schon mal. Ist ja schon mal etwas, ne? Und hier haben wir Campus. Aber das heißt dann jetzt, können wir dann jetzt hier, müssen wir das wahrscheinlich erst erforschen oder was? Aber wir haben schon wieder, wieso haben wir denn schon wieder Untätige? Was ist denn hier immer, wo kommen denn immer die Untätigen her? Achso, das ist jetzt, weil der Schrott abgebaut ist, ne? Okay. Dann haben wir hier nochmal 5 rein. Nahrung ist im Moment gut. Mal gucken wir, dass wir hier weiterkommen mit dem ganzen Kram, ne? Okay. Erhöht dauerhaft die Anzahl erlaubter Arbeitskräfte im medizinischen Zentrum. Erhöht dauerhaft die Anzahl erlaubter wohnhafter Personen vom medizinischen Zentrum. Darauf die Heilungsrate vom medizinisches Zentrum.
Aber wir haben ja jetzt auch hier, ne? Ich glaube, Feuchtgebiete wäre halt erstmal wichtig. Darauf die Zufuhrmenge. Erlaubte Arbeitskräfte, ne, Feuchtgebiete, Forschung. So, jetzt können wir das medizinische Zentrum bauen, ne? Okay. Wo setzen wir das denn hin? Was ist das denn hier eigentlich? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Ein Sturm zieht auf. Als sich die Staubwolken um unser Lager legen, kommt die Arbeit fast vollständig zum Erliegen. Glücklicherweise können jene mit einem Unterschlupf dem Sturm in ihrer provisorischen Behausung abwarten, aber die ohne haben es im Sturm alles andere als leicht. Na gut, aber wir haben ja genug. Genug Häuser, ne? Okay, also die Natur ist anscheinend schon mal komplett gegen uns hier und will uns vernichten. Aber guck mal, die werden sogar außerhalb der Arbeitszeit gebaut, das ist doch schön. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da Leute reinkriegen. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir viele kranke Leute haben. Und dann warten wir mal die Nacht ab, was passiert, wa? Ich weiß auch gar nicht, kommt unsere Expedition jetzt eigentlich zurück? Ich komme die letzten Überleben aus dem alten Schutzbunker. Sie sind erschöpft von der Reise, aber froh, endlich etwas durchatmen zu können. Wir heißen sie mit offenen Armen und freundlichen Gesichtern willkommen, machen uns insgeheim aber Sorgen, dass die Gemeinschaft zu groß wird und sich bald nicht mehr selbst versorgen kann. Plus 16. Hui. Das ist ordentlich. Oh, wir haben auch nicht genug für Häuser, okay. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall noch mehr Schrott, wa? Da kann ich ja keinen reinsetzen, aber der bringt das ja nirgendwo hin dann, ne? Das war das Problem. Und auf was warten die denn jetzt? Muss ich die jetzt zurückholen? Oder was ist hier mit denen los? Weil die erkunden ja irgendwie immer noch, aber... erkunden die so lange, bis das leer ist? Weil eigentlich... hier steht er jetzt untätig. Klick mit der rechten Maustaste auf einen freien Knotenpunkt, um die Gruppe dorthin zu senden. Klick mit der rechten Maustaste auf den Gruppenreiter, um ihn zu öffnen. Weil eigentlich sind die doch fertig. Oder sehe ich das falsch? Hier, ist ja, ne, abgeschlossen.
Wie hole ich den zurück? Klicke mit der rechten Maustaste auf einen freien Knoten, um die Gruppe dorthin zu senden. Okay, holen wir die erstmal zurück. Bevor die mir dahinter noch aus irgendeinem Grund verrecken oder wie auch immer. Ja, nahrungstechnisch geht natürlich gerade voll in die Knie, ne? Aber das ist auch okay. Medizinisches Zentrum ist komplett voll. Hungernder Bürger, kranke Bürger, erschöpfte Bürger. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal... Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber wir brauchen erstmal noch mehr Häuser. Kann ich natürlich hier nicht schön dran setzen. Nein, natürlich nicht. Erweitern wir hier unsere Siedlung. Okay, das Wetter ist wieder auf normal. Okay, wieso haben wir denn wieder drei Untätige? Ist es zwischendurch, fliegen die hier immer wieder raus, ne? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ist das dann, weil die krank sind und da reingehen? Oder woran liegt das? Das ist ja fast das Einzige, was ich mir erklären könnte. Erstmal, ne? Okay, Feuchtgebiete erfolgreich erforscht. No, Nahrungslager, Wasserspeicher haben wir ja alles. Haus haben wir, können wir erstmal nichts weiter erforschen. Wahrscheinlich müssen wir dann als nächstes irgendwo hin. Okay, da brauchen wir erstmal noch ein bisschen mehr. So, das sind jetzt die vier von der Expedition, die, glaube ich, zurück sind, ne? Na, die Geschichte ist halt nur... Irgendwann... habe ich die Befürchtung, werden unsere... Sträucher leer sein und die Frage ist halt, ob die nachwachsen. Das ist noch die Frage, ne? Zufriedenheit ist ja einigermaßen okay. Geheilt werden die Leute alle. Das ist auch okay. Forschungstechnisch weiß ich noch nicht. Also Forschung ist ja eigentlich kostenlos, ne? Und eigentlich können wir einfach hier irgendwas... Können wir schon mal die Forschungsrate erhöhen, ne? Ist ja erstmal Peng. Machen wir ja nichts mit verkehrt. Okay, 40 von 40. Also wir haben im Moment genug Häuser. Das passt. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier so ein Feuchtgebiet. Gut. Das ist ja nur ein bisschen riesig, ne? Wahrscheinlich greife ich jetzt hier dem Tutorial oder was das voraus, aber gucken wir einfach mal, was passiert. So, wie ist denn das jetzt?
klicke, um eine neue Verbindung mit einem leeren Wasserspeicher herzustellen, einem, in dem sich das befindet. Okay, also wir müssen dann jetzt Wasserspeicher verbinden. Okay, wir brauchen erst noch ein bisschen mehr. Ich würde schon gern die guten Verbindungen nehmen. Na, dann ist nur nachher die Frage, ob wir dann wieder einen Wasserspeicher bauen müssen, um das Ganze. Unfall. Während der täglichen Arbeit erklingt plötzlich ein lauter Knall, gefolgt von lauten Schmerzensschreien. Wir folgen den Geräuschen und finden mehrere Mitglieder unserer Gemeinschaft, die sich bei einem Unfall verletzt haben. Wenn die für unser Überleben nötigen Arbeiten doch nur kleine misslichen Gefahren mit sich bringen würden. Sind von ein paar Mitgliedern wurde beeinträchtigt. Und da kommt dann Verschmutztes raus, ja. Hier kannst du eine Verbindung mit anderen Gebäuden herstellen. Zu ausgehenden Verbindungen. Also muss ich jetzt wieder einen Wasserspeicher bauen, um das dort zu speichern? Oder wie verstehe ich das? Dass wir dann jetzt hier sozusagen wieder sauberes Wasser speichern. Habe ich das so richtig dann? Das ist eigentlich abhängig, wie weit diese ausgehenden Verbindungen sind, wie teuer das ist anscheinend, ne? Okay, ich würde aber mal gucken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mehr Wasser benötigen, ne? Mitglieder der Bevölkerung verlieren... ist gestorben. Mitglieder der Bevölkerung erhalten durch den Verzehr minderwertiger Nahrung oder Wasser Schaden und können daran sterben. Wenn ihre Zufriedenheit zu weit sinkt, weil Bedürfnisse Nahrung, Wasser, Behausung nicht erfüllt werden, können sie außerdem die Siedlung verlassen. Denkt daran, dass verschiedene Ereignisse die Gesundheit und Zufriedenheit der Bevölkerung beeinflussen können. Okay, ja, das ist natürlich nicht geil. Das ist gerade alles nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, Forschung ist kostenlos, ne? Heilungsrate verbessern. Okay, das ist aber schlecht, dass das jetzt irgendwie hier aufgebraucht ist, wenn ich ehrlich bin, ne? Halt nichts in der Nähe, ne? Weil da wäre ja auch nur ein Beerenstrauch zum Abfarmen. Das heißt, nahrungstechnisch geht das Ganze hier gerade zugrunde, ne? Das muss man irgendwie so sagen.
Heilung mal einmal abbrechen. Dann vielleicht doch eher gucken, ob wir dann dort ein besseres Gebäude freigeschaltet kriegen, weil hier hatten wir irgendwie so eine Anbaufläche. Bevor uns hier hinterher alle irgendwie verhungern und abkacken, ne? Und da sind ja die 5 drin, ne? Die Hitze der Sonne wird langsam unerträglich und unsere ungeschützten Wasserreserven verdunsten vor unseren Augen. Der Anblick veranlasst uns dazu, eine Bestandsaufnahme unserer restlichen Ressourcen zu machen. Unsere Gemeinschaft kommt zu einem düsteren Schluss. Selbst ohne die Hitzewelle geht unser Wasser viel zu schnell zur Neige. Unsere Tage scheinen auf einmal gezählt zu sein. Wir müssen eine Lösung finden, und zwar schnell. Finde eine Technologie, die den Wasserverbrauch reduzieren kann. Hä? Aber wie sollen wir das denn rationieren? Dafür brauchen wir doch irgendwas. Ich hätte ja fast gesagt, dass das mit dem Rationieren hier irgendwo ist, ne? Okay. Ich habe das Spiel nicht auf Pause. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, ich habe das Spiel auf Pause und da oben. So, weil es scheint ja gut schnell abzufließen, ne? Aber das ist jetzt nicht rationieren, das ist ja jetzt einfach nur, dass nichts abgegeben wird, ne? Doch, es gibt doch Wasser. Es gibt doch Wasser, aber irgendwie geht uns gerade hier alles aus. So, jetzt lass mal gucken. Haben wir jetzt hier? Ne, guck mal, wir haben beides. Improved Research Center. Heißt, wir müssen auch noch erst das hier verbessern. Okay, Moment. Wir müssen mal einmal kurz gucken. Ich würde mal hier noch eine Expedition starten. Na komm, 5. Problem ist, die können jetzt natürlich nicht viel mitnehmen, ne? Shit. Ja, ich glaube, dann bringt das nichts. Na, wir könnten halt jetzt noch ein Nahrungslager bauen, aber ich habe so das Gefühl, dass uns die Demo hier anscheinend ins Endliche zwingen möchte. Könnten aber noch mal einmal was ausprobieren, weil hier gibt es nämlich dieses Ackerland.
Mich würde mal interessieren. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich kann dieses Ackerland nicht aufgreifen. Das ist natürlich schade. Na, wäre ja mal gespannt, wie viele Leute uns hier jetzt gleich verhungern und verdursten. Tja, wie komme ich denn an Rationierung? Ich meine, ich hatte jetzt gesagt, dass wir hier irgendwie über Wirtschaft oder so rankommen, ne? Eine andere Gruppe Überlebender erreicht unser Lager und möchte sich uns anschließen. Sie teilen uns mit, dass ihr Lager von einer brutalen Räuberbande überfallen und zerstört wurde. Glücklicherweise konnten sie fliehen und haben nach einer Weile den Rauch unserer Siedlung entdeckt. Sie sind halb verhungert. Wir haben keinen Platz für diese Reisenden, nichtsdestotrotz sollten wir ein Tribut verlangen, bevor wir sie weiterziehen lassen. Wir haben momentan nicht genug Ressourcen, um noch mehr Menschen aufzunehmen. Ja, eigentlich haben wir nicht wirklich Platz für noch mehr Leute, ne? Aber vielleicht sind die fitter als unsere Leute, die unter Umständen verdursten könnten. Also das, also ein bisschen würde ich mir wünschen, dass man hier so eine Autofull-Belegung drauf knallen könnte. Das wäre schon irgendwie geil, aber okay, wir können kein verbessertes Dings machen. Ich glaube, das wird hier wahrscheinlich noch gesperrt sein. Können wir eigentlich sehen, was sind denn 180 pro Sekunde und was kann der hier? Ist halt schwierig, immer alle Gebäude auf Vollauslastung zu halten, irgendwie gefühlt, ne? Wir haben ja auch Leute ohne. So, ich musste kurz pausieren. Und ja, anscheinend, auch wenn das Spiel pausiert ist, gibt es anscheinend trotzdem irgendwie Events. So, schauen wir eben. Wir haben fast keine Nahrung mehr. Wenn sich die Situation nicht bald ändern, werden wir verhungern, die Lage spitzt sich zu. Als jemand dabei erwischt wird, wie er Vorräte stiehlt, wir durchsuchen sein Bett und finden ein kleines Lager an Nüssen unter einer Matratze. Wir sammeln aber nur Beeren, wie kommt denn der an Nüsse? Er ist schwach, aber wir müssen ein Exempel statuieren, damit sowas nicht noch einmal passiert. Wir haben Mitgefühl, aber einige werden sich darüber beschweren, dass sie das Essen mehr verdient haben als er. Die Aufgabe Wurzeln schlagen beginnt. Okay, was auch immer das heißt. Mit den zusätzlichen Rationen können wir mehr Leute ernähren, aber der Mann schwört, dass er sich eher von einer Klippe stürzen würde, als zu verhungern.
Ja, gut, okay. Also wir sind hier hart am Überleben, ne? Ich würde sagen, wir müssen ein Exempel statuieren. Wir beschlagnahmen das. Das kann ja nicht sein, dass wir Diebstahl durchgehen lassen, oder? Finde eine Farmtechnologie. Erforsche die Farmtechnologie, baue eine Farm. Okay. Das ist doch das, was wir brauchten. So, mal eben hier. Okay. Was passiert eigentlich mit den Toten? Wissen wir nicht, ne? Na, das sollten wir vielleicht nochmal eben durchlaufen lassen, bevor wir die nächste Technologie machen. So, aber wo kriegen wir denn jetzt die Farmtechnologie her? Ich weiß es irgendwie nicht. Können wir das vielleicht schon? Moment. Können wir das aufwerten? Ich habe die Verbesserung dieses Gebäudes noch nicht gefunden. Okay. Aber was machen wir denn dann, um an diese Farmtechnologie ranzukommen? Oder ist die Demo hier beschränkt? Ich würde ja behaupten, dass wir normalerweise hier den ersten Akt durchkriegen müssten, oder? Oh, hier ist keiner drin, das ist nicht gut. Hinten wird noch abgebaut. Das hier können wir dann theoretisch abreißen, ne? Tja, irgendwie ist das gerade alles sehr, sehr schwierig. Wo kriegen wir denn... die Farmtechnologie her. Ja, was geben wir denen denn? Wir geben denen mal... Achso, ne, von dem Radioaktiven haben wir gar nicht. Wir haben hiervon haben wir mehr, okay. Und Gott, wie viel brauchen die denn? 500 für 2 Tage? Die müssen sich ja erst zusammenfinden, ne? Haben wir aber auch immer noch, ne? Wir sollten mal vielleicht noch ein Haus bauen. Lassen wir die mal dahin gehen. Gucken, ob wir da eventuell das kriegen. Finde eine Farmtechnologie. Das ist hoffentlich dann erschöpfte Brunnen und sowas. Das ist so lange erschöpfen rasch die beiden solchen Brunnen. Als uns ernst der Lage bewusst wird, legt sich ein Schatten über die Siedler. Und bis wir neue Wasserquellen finden, bleiben uns nur noch unsere verschiedenen Reserven, die wir bereits aus dem Boden extrahiert haben. Sobald diese leer sind, werden wir verdursten. Finde einen Weg aus diesem Tal heraus. Tja, wie sollen wir denn hier einen Weg rausfinden? Finde einen Weg aus diesem Tal heraus, ja. Ich denke mal, dass wir die Felder ja wahrscheinlich auch irgendwie...
Die Quelle ist leer. In der Quelle haben wir noch was. Was ist denn das? Theoretisch können wir doch sagen, dass wir das nicht mehr freigeben, oder? Und nur noch das freigeben. Wäre doch vielleicht sinnig, oder? Was macht denn Sinn? Machen wir mal das hier, ne? Obwohl, ne, Quatsch, warte. Das hier, ja. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel echt gut. Knifflig. Leben am Limit. Also ich finde endlich die Außenbereiche des Campus. Die großen Gebäude aus Glas und Beton sind zwar zerfallen und verlassen, vermitteln uns aber immer noch den Eindruck, einst so etwas wie eine eigene Stadt gewesen zu sein. Das erste Gebäude ist eine vor kurzem verbarrikadierte Halle. Klopfen an die Tür und eine Stimme ruft von drinnen: Wer ist da? Diese Menschen sind sicher Überlebende, wie wir. Wir sollten sie einladen, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn die Halle auffällt, könnte gefährlich sein, wir sollten in Ruhe lassen. Ja, komm, wir sind. Eine kleine Gruppierung von. Ein flüchtiger Blick offenbart. Achso, ne, da, okay. Als sie merken, dass wir harmlos sind, zeigen sie in ihrer Halle barrikadierten Überlebenden ihr Interesse daran, sich anzuschließen. Plus 6. Wir stoßen auf eine kleine Gruppierung von Gebäuden. Ein flüchtiger Blick offenbart außer ein paar ausgeblichenen Blättern Papier nichts Wertvolles. Eine teilweise eingestürzte Struktur mit dem Schild Chemie-Ingenieurwesen. Klingt allerdings so, als könnte sich in diesem Gebäude noch etwas nützliches Schrott verbergen. Für Schrott? Machen wir das für Schrott? Eigentlich haben wir genug Schrott, ne? Wir nehmen es mit. Im Moment können wir nicht viel machen, ne? Gemeindezentrum. Okay, jemand hat die Dings verlassen. Alte Farm. Ich hoffe mal, die haben noch genug Ressourcen. Ich denke mal, da werden wir dann unseren Plan kriegen, ne? Aber was passiert mit dem Wasser? Verzweiflung. Eine Welle der Depression rollt durch unsere Gemeinschaft. Das Gefühl, dass unsere Bemühungen sinnlos sind und die Welt bereits zu tot ist, um noch gerettet werden zu können, scheint sich unter den Überlebenden immer weiter zu verbreiten. Außer der absoluten Trostlosigkeit unserer Umgebung gibt es keinen offensichtlichen Grund für diese Gefühle, aber die kleine Größe unserer täglichen Rationen hilft auch nicht gerade. Wir müssen die Nahrung erhöhen. So, wir hatten doch jetzt hier doch noch irgendwas Neues, ne? Genau, hier, Gemeindezentrum. Na gut, die Quelle ist halt leer, ne? Bringt ja wahrscheinlich nichts, da Leute reinzusetzen, wenn die Quelle leer ist, oder? Das ist halt die Frage, was passiert jetzt? Wir werden verhungern und verdursten.
Weg zur alten Farm ist schon anstrengend, bevor die Hitzewelle uns erreicht. Die Sonne bringt den Sand unter unseren Füßen zum Glühen und es dauert nicht lang, bis Verwirrung und Schwäche von vielen von uns Besitz ergreifen. Unser Ziel ist es noch nicht in Sichtweite, aber laut unserer Karte kann es nicht mehr weit sein. Tja, kann ich nicht. Wieso kann ich denn nicht die Wasserrationen geben? Ist ja ein bisschen ärgerlich, ne? Den Geschichten zufolge sollte die Erde hier feucht und fruchtbar sein. Stattdessen ist der Boden von Rissen durchzogen, trocken und meilenweit von Staub und Sand bedeckt. Erst als wir an dem halb verfallenen Bauernhaus ankommen, wird uns klar, dass wir unser Ziel schon längst erreicht haben. Die Reise hat uns alle ganz erschöpft. Tja. Forschung Gemeindezentrum ist durch. Erhöht dauerhaft die Menge an Plätzen für allgemeine Gesetze. Erhöht dauerhaft die Geschwindigkeit von Abstimmungen. Piu, das ist aber groß. An das Gemeindezentrum setzen wir hier hinter, ne? Ach, das ist sofort fertig, oder was? Voting, 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 Voting. Mit dem Gemeindezentrum kannst du Gesetze verwenden. Wenn du ein neues Gesetz findest, musst zuerst darüber abgestimmt werden. Anschließend kannst du es in einem verfügbaren Platz ziehen, um es anzuwenden. Beide Vorgänge dauern eine Weile. Okay, das muss also erstmal gebaut werden dann. Okay. Nachdem wir die Farm gründlich durchsucht haben, wird deutlich, dass es hier fast nichts Wertvolles mehr zu holen gibt. Auf einer einstigen Weide liegen ein paar sonnengebleichte Knochen und das völlig verrostete Wrack eines alten Traktors. Das einzige Gute sind ein paar Samenpäckchen, die im Keller des Bauernhauses herumliegen. Wir versuchen ganz in Ruhe zu verstehen, wie die Farm einst aufgebaut gewesen ist. Okay. Dann können wir jetzt die Farm erforschen, oder? Kontaminiertes schlechtes oder sauberes Wasser in Nahrung um. Dann sollten die Eimer zurückkommen. Dringend die Farm, aber wir brauchen auch dringend mehr Wasser. Füllt sich der Brunnen eigentlich wieder? Nein. Das ist natürlich kacke, ne? Aber ich verstehe es nicht, weil Quelle. Also ein bisschen was ist ja noch drin, 116, ne? Vielleicht können wir auf Minimum weiter pumpen, ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Regen, gerade als wir denken, am Ende unserer Kräfte zu sein, ziehen sich kleine dunkle Wolken über unsere Siedlung zusammen. Wir ziehen uns erst vor dem Regen zurück, bemerken aber schnell, dass die Regentropfen unsere Haut nicht verätzen. Damit können wir unsere Wasserreserven auffüllen, sodass wir noch etwas länger reichen.
Alle Mitglieder tragen tagsüber zur Schrottproduktion bei. Arbeitskräfte arbeiten zwar gleichzeitig in der Abstimmung über neue Gesetze und der Anwendung von denen im Gesetzbuch, aber du kannst dabei entscheiden, zu welchen Anteilen sie sich welcher der beiden Aufgaben widmen. Wenn einer der beiden Aufgaben inaktiv ist, werden sie sich automatisch voll auf die andere. Ich würde sagen, so, ne? Was füllt sich denn durch den Regen und finde eine Technologie? Das verstehe ich halt nicht, ne? Dann hätte ich vielleicht schon eher eine Expedition machen müssen. Okay, füllen sich die Quellen oder was? Das haben wir halt verkackt. Da finde ich auf jeden Fall krass, dass die Sachen alle auf Zeit gehen, ne? Jetzt haben wir natürlich gar nichts mehr. Achso, hier ist auch schon fertig. Sehr gut. Und dann bauen wir hier die Farm. Kontaminiertes Wasser. Schlechtes Wasser. Kontaminiertes Wasser. Okay. Gespannt, ob das was bringt. Tja, 6 Leute haben die Gemeinschaft verlassen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Gemeinschaft verlassen würde, so wie das hier im Moment läuft, ne? Ich glaube, es ist halt, Expeditionen zu machen, ist, glaube ich, enorm ratsam. Hätte ich vielleicht von Anfang an mehr machen müssen. Auch wenn das eine Menge Wasser und Nahrung kostet. Aber ich glaube, die Technologien, die man da kriegt, sind halt einfach
OP. Vielleicht hätten wir auch nicht so schnell wachsen dürfen. Ein Spähen darüber, wenn wir von uns hinarbeiten, sichtet ein Mitglied unserer Bevölkerung einen bewaffneten Einödler, der um unser Lager herumschleicht. Wir verscheuchen ihn, aber trotzdem breiten sich Angst und Zweifel im Lager aus. Er deutet auf eine neue potenzielle Gefahr für unser bereits überbeanspruchtes Leben hin. Jo, es verlassen immer mehr Leute die Gemeinschaft. Das ist nicht gut. Hä? Warte doch, ging das so schnell? Ist halt echt zu wenig Wasser, ne? Weg aus diesem Tal herauszufinden, müssen wir garantiert eine Expedition starten. Friedhof, Höhle, Freizeitpark, Herrenhaus, Einkaufszentrum. Wir haben halt nichts, um eine Expedition zu starten, das ist halt das Problem, ne? Vielleicht müssen wir jetzt einfach in Kauf nehmen, dass unsere Leute abkacken. Mitglieder haben die Gemeinschaft verlassen. Alter, was geht denn jetzt? Tja. Wir haben im Moment haben wir eigentlich genug Schrott, ne? Brauchen deutlich mehr Wasser. Die Quelle ist ja sonst echt bald erschöpft. Wir brauchen auf jeden Fall auch jemanden, der sich um unsere verwundeten Kranken kümmert. Okay, die Produktion vom Wasser ist auf jeden Fall höher. Da sind wir auf jeden Fall zu niedrig eigentlich, ne? Und hier sind wir auch deutlich zu niedrig. Ne, da sind wir wieder hoch genug, okay. Also vielleicht ist das ganz gut, dass wir ein paar Leute verloren haben. Muss man vielleicht einfach so sagen, dass wir einfach zu viele Leute hatten. Um mit den wenigen Ressourcen zu überleben, ne? Noch? Zustand noch? Vierzig Fahnenflüchtige. Deprimiert, krank, hungrig. Ja, aber wieso geht denn keiner hier rein und lässt sich behandeln? Ist doch auch ein bisschen traurig, oder? Garantiert auch viel zu viele drin, oder? Wir haben halt nichts mehr, ne?
Ich verstehe auch nicht. Ja, wow. Aber ich weiß gerade nicht, ob es von der Demo gewollt ist, dass wir... hier gerade so reinkacken. Aber was sind denn die? Ich habe 9 Leute. Ja, 1, 2, 3, 4. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Es fehlen doch noch 5. Wo sind die anderen 5 Leute? Ruhezeit, 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 okay, aber... Jo, ich habe das Gefühl, dass wir hier gleich irgendwie abkacken, ne? Ich weiß halt auch nicht, warum das hier blinkt, ne? Ist ja auch keiner drin. Macht ja eigentlich auch wenig Sinn, ne? Aber wo sind denn die restlichen? Ja, okay. Ja, das ist ja schon krass anstrengend und krass schwierig, ne? Die letzten unserer Überlebenden sind entweder gestorben oder ziellos in die Einöde hinausgewandert hat und nie wieder zurückgekehrt. Mit ihrem Verschwinden ist auch die letzte Hoffnung erloschen, dass die menschliche Zivilisation eines Tages aus der Asche der alten Welt wieder auferstehen wird. Ja komm, wir haben ja nur 3 Todesopfer, ne? Das geht ja noch. Das geht ja noch, aber 30% Gesamtleistung. Also ich glaube, wichtig sind hier wirklich die Expeditionen. Wir hätten deutlich mehr Expeditionen machen müssen, um halt bessere Technologien. Ne? Hätten wir das vielleicht früher gehabt, hätten wir vielleicht nahrungstechnisch deutlich besser durchgehalten. Muss man einfach so sagen. Und ja, was soll ich sagen? Also das Game ist auf jeden Fall geil. Muss mal gucken. Eventuell sollte ich mir vielleicht auch nochmal Frostpunk angucken. Das habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo und nie gezockt. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen wollt. Beziehungsweise, was ihr von dem Game hier haltet. Also ich glaube, das hat echt Potenzial. Sehr erschlagend, sehr viel. Ja, was heißt sehr viel? Sehr wenig Ressourcen, sehr viel zu managen, sehr viel zu machen. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Weil, ne, forschungstechnisch sah jetzt nicht so überwältigend aus. Aber wer weiß, wenn man das vielleicht hinterher noch alles aufwerten, aufbessern kann, ob es noch weiter runter geht. Auf jeden Fall sehr geile Mechaniken. Bin mal gespannt. Ne? Wir warten mal, bis das Spiel rauskommt. Wer bis hierhin geguckt hat, ne, wer es noch nicht gemacht hat, gerne einmal ein Like da lassen. Abonnieren, würde mich freuen. Schaut mal in die Videobeschreibung, kommt auf den Discord. Ne? Und würde mich freuen, ein paar mehr Leute zu sehen. Vor allem die, die kommen sollen, auch mal was schreiben. Bisschen Aktivität. Hätte gern ein bisschen Feedback. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.